Hallo, wie angekündigt, wurde mir irgendwann mal gesagt, dass ihr mehr so Anfänger-Vorträge wollt, die mehr so Grundlagen machen und weniger so fancy Stuff. Und deswegen dachte ich, erzähle ich ein bisschen was über, was eigentlich dieses Internet, von dem wir mal alle reden. Weil das hört man dauernd so in den Medien und so, aber man weiß eigentlich gar nicht, was Internet eigentlich ist. Wenn ihr irgendwie ein bisschen was mit Informatik gemacht habt in eurem Leben, kennt ihr vielleicht dieses USI-Modell mit diesen 7 Layers und musstet das irgendwie lernen. Und das ist eigentlich Quatsch. Weil eigentlich macht ihr so gut wie nie irgendwas mit OSI, sondern eigentlich benutzt ihr immer das IP-Layer-Modell. IP steht für Internet Protocol und hat was mit Internet zu tun offensichtlich. Und das hat 4 Layers. Das sind deutlich weniger und das ist gut. Und wir werden jetzt versuchen, so ein bisschen durch diese Layers durchzugehen und uns anzuschauen, was die eigentlich so machen. Die Grundidee ist, ihr habt irgendwie so ein paar Computer und ihr wollt, dass die miteinander reden können. Und irgendwann wollt ihr ganz viele Computer weltweit haben und wir überlegen uns mal, wie das so geht. Die erste offensichtliche Idee ist, wir ziehen mal so eine Strippe, hängen die alle an so einen Kabel und dann können die irgendwie Spannung hoch bedeutet 1, Spannung runter bedeutet 0 und dann können die miteinander reden. Dann können die irgendwie kommunizieren, 1, 0, 1, einfach einen Stream an Bits. Okay. Das wirft jetzt bestimmte Probleme auf, die wir jetzt lösen. Zum Beispiel ist das ein endloser Stream an Bits. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie an dieses Netzwerk ranhängt, wisst ihr gar nicht, ob da jetzt gerade sinnvolle Kommunikation passiert oder nicht, sondern ihr seht da einfach nur so ein paar Nullen und Einsen. Ihr wisst auch gar nicht, für wen so Daten, die ihr so lest, bestimmt sind, weil die hängen ja alle an einem Kabel und jeder ruft einfach so in den Äther rein, ne? Und das dritte Problem ist, ihr habt auf so einem Kupferkabel normalerweise irgendwie Probleme mit Störungen. Irgendwie kosmische Strahlung oder was auch immer. Und Interferenzen. Und das sind Probleme, die wir lösen wollen. Und deswegen machen wir Ethernet. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, jeder unserer Computer oder vielmehr jeder unserer Netzwerkkarten kriegt vom Hersteller eine Adresse. Diese Adresse sind einfach so 6 mehr oder weniger zufällige Bytes so für unsere Zwecke. Und dann hat zumindest schon mal jeder der Computer eine Identität. Ich bin 98B820, was auch immer. Und dann definieren wir so ein Format, mit dem wir miteinander reden wollen. Statt einfach nur Nullen und Einsen sagen wir, wir definieren jetzt Nachrichten. Und unsere Nachrichten sind Ethernet-Frames. So ein Ethernet-Frame besteht aus einer Präambel. Die Präambel ist tatsächlich einfach ein festgelegtes Bitmuster, 10101010100 und so weiter, was 8 Byte lang ist. Und die Idee dahinter ist, ihr habt so einen endlos langen Stream von Nullen und Einsen, auf den ihr lauscht, und irgendwann seht ihr 01010101 und dann denkt ihr, okay, das ist bestimmt jetzt Ethernet. Dann denkt ihr euch, okay, das ist ein Ethernet-Frame, dann kommt jetzt als erstes die MAC-Adresse, an die diese Nachricht gedacht ist. Dann kommt als nächstes mit 6 Bytes die MAC-Adresse, von der diese Nachricht kommt. Dann kommt so ein Type, der interessant ist, der beschreibt nämlich, was steckt in dieser Nachricht eigentlich drin. Und dann habt ihr so einen Blob an Daten und so eine Checksum. Der Punkt dahinter ist, dadurch, dass ihr euch auf dieses Format geeinigt habt, könnt ihr auf einmal nicht mehr nur Nullen und Einsen austauschen, sondern ihr könnt Chunks von Bytes austauschen. Und zwar mit, diese Chunks von Bytes kommen von Computer A und gehen an Computer B. Oder sie kommen von Computer C und gehen an Computer A. Und ihr habt eine Checksum. Das heißt, wenn ihr Interferenzen habt auf eurem Kabel, die irgendwie eine 0 in eine 1 verwandeln oder was auch immer, könnt ihr das feststellen und sagen, okay, diese Nachricht ist Garbage. Die verwerfe ich einfach. Das ist gut. Anyway. Ich dachte mir, ich bereite mal was vor und habe hier vorbereitet, und jetzt muss ich reinzoomen offensichtlich, vermute ich, oder? Ihr könnt das hier unten nicht unbedingt gut lesen, oder? Und zwar habe ich einfach mal so einen Web-Request nach Reddit gemacht und den irgendwie mitgeschnitten. Und das hier unten ist so ein Ethernet-Frame. Und dann sehen wir, der fängt an mit D8, 5,8, D7, was auch immer. Und in unserem Frame-Format ist das, was offensichtlich die Ziel-MAC-Adresse sein soll. Das ist also, die ersten 6 Bytes, diese bis hierhin,
ist also die MAC-Adresse von meinem Router zu Hause. Und dann können wir uns die zweiten 6 Bytes angucken. Ups, wenn ich das kann. Das sind die. Das ist die MAC-Adresse von meinem Laptop, die ihr unten seht. 50, 7B, 9D, was auch immer. Und dann die nächsten 80 sind, wenn wir uns unseren Frame angucken, offensichtlich der Type von den Daten, die da drin stehen. Ah, okay, der Type ist 08 oder 0800. Was auch immer das bedeutet, stellt sich raus, kann man nachschlagen, das bedeutet IP. Da kommen wir gleich zu. Und dann kommt Payload. Das heißt, der Rest von diesen Daten, alles ab dieser 45 hier, das ist alles Payload. Das sind Daten. Okay. Das heißt, was Ethernet uns gibt, ist, Ethernet macht aus einem Stream von Einsen und Nullen, macht das diskrete Nachrichten mit Verifikation, dass sie korrekt angekommen sind und mit, die kommen von diesem Computer und gehen an diesen Computer. Dandy, wir können Nachrichten austauschen zwischen unseren Computern. Super? Super. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig, weil bisher haben wir irgendwie 3 Computer und okay, aber wir wollen eigentlich Internet bauen und nicht einfach nur so unser Heimnetzwerk. Und dieses Schema mit diesem Ethernet, was wir jetzt haben, ist da noch problematisch für. Nämlich gibt es da zum Beispiel das Problem des Routings. Unsere Adressen sind einfach zufällige 6 Bytes. Ne? Wenn ich jetzt also von meinem Laptop an Reddits Server eine Nachricht schicken will, muss ja irgendwie mein Laptop wissen, wo er die hinschreiben soll, und dann muss der Router wissen, wo er diese Nachricht hinschicken soll, und dann muss sie weitergereicht werden von Computer zu Computer, bis sie bei Reddit Server ankommt. So. Aber wenn ich jetzt die Ethernet-Adresse benutzen würde zum Adressieren meiner Pakete, müsste mein Router sich merken, wo Reddits Server stehen und wo er die Daten für Reddits Server hinschicken soll, weil er hat viele Ports und was weiß er denn, wo Reddit ist? Und das gleiche für Google und das gleiche für Amazon und für euren Heimcomputer und was auch immer. Und das wäre viel zu große Tabelle. Das heißt, wir wollen irgendwie eine strukturiertere, topologisch korrektere Art und Weise, unsere Daten zu adressieren. Wir wollen unser großes Internet aufteilen in viele kleine Netze. Und dann muss ich und mein Router nur noch merken, wenn es an Netz X geht, dann schicke ich das auf Kabel Y. Und wenn es an Netz Z geht und so weiter. Das zweite Problem, was wir haben, ist, dass dieses Internet aus ganz vielen verschiedenen kleinen Netzwerken besteht, über die wir alle keine Gewalt haben. Und vielleicht benutzen die Ethernet, aber vielleicht benutzen die auch irgendwas anderes. Das wissen wir nicht. Das heißt, wenn wir unsere Daten da durchschicken, kann das sein, dass zum Beispiel da irgendeiner der Links unterwegs nicht so große Daten, so große Pakete verschicken kann, wie mein Ethernet-Frame groß ist. Und was passiert dann? Dann geht's weg oder was? Das heißt, wir brauchen irgendwie ein Layer, welches uns übersetzt von Netzwerk auf Netzwerk und in der Lage ist, unsere Daten durch verschiedene Netzwerke durchzuziehen. Ne? Also das heißt, wir haben jetzt unser unterstes Layer ist, wir haben ein Kabel, über das wir 0 und 1 schicken können. Unser zweitunterstes Layer ist, wir können daraus jetzt Frames machen, Ethernet-Frames, die wir in einem lokalen Netzwerk rumschicken können. Das Layer, was wir da drauf bauen, ist, habt ihr bestimmt schon gehört, IP für Internetprotokoll. Davon gibt es irgendwie 2 weit verbreitete Versionen, 4 und 6. Und ja, ich mache hier die veraltete 4er-Version. IP funktioniert so, da haben auch die Computer alle eine Adresse, aber diese Adresse ist nicht ab Werk vom Hersteller festgelegt, sondern die wird logisch, topologisch vergeben. Das heißt zum Beispiel, die Universität bekommt einen bestimmten IP-Bereich zugewiesen und verteilt dann selbstständig diese IPs auf all ihre Computer und announced gegenüber der Welt, ich habe folgenden IP-Bereich, ich weiß, wie man den routet, und dann können Leute der Uni Pakete schicken oder nicht. Und das heißt, wir bekommen quasi ein Netzwerk von Netzwerken, die topologisch sortiert sind. IP benutzt auch so komische Daten auf der Leitung, und ich gehe jetzt nicht in alle Header-Felder rein, aber ein wesentlicher Punkt ist, dass uns IP auch Header-Checksums gibt, auch Checksums gibt. Sie haben auch wieder so ein Protokollfeld, welches sagt, was sind die Daten, die ich hier transportiere in meinem IP-Paket. Und sie haben so Dinge wie TTL. Die TTL ist die Time to Live. Die gibt an, wie viele Hops darf dieses Paket überleben, damit wir nicht das Paket immer im Kreis routen, aus Versehen.
Genau, und sie hat eine Source-IP-Adresse und eine Destination-IP-Adresse. Das heißt, wieder so wie vorher hatten wir Source und Destination Mac, haben wir jetzt IP-Adressen. Aber diesmal sind sie nicht lokal, sondern potenziell global gerottet. Anyway, auch das können wir uns in meinem schönen mitgeschnittenen Ding hier nämlich angucken. Das ist übrigens Wireshark, wenn ihr Wireshark noch nicht gesehen habt. Und Wireshark ist interessant und ist hilfreich, um sich diese Dinge anzugucken. Das heißt, Wireshark gibt uns hier genau diese Wraps, so wir haben den Ethernet-Frame. In dem Ethernet-Frame ist ein IP-Version-4-Frame kodiert. Das wissen wir, weil wir uns das Type-Field von dem Ethernet-Frame angeschaut haben. Und dieses IP-Paket wiederum, das hat irgendwie diese Header, das fängt an mit 4.5. Okay, was ist das erste Byte in unserem Header? Das erste Byte ist die IP-Version, die wir benutzen. Und die Header-Length, weil IP flexibel lange Header hat, aber das ist nicht so wichtig. Aber das heißt, wir wissen, okay, wir benutzen IP-Version 4, okay, und unser Header ist 5 Einheiten lang. und dann wissen wir, okay, die totale Länge, die komplette Länge unseres Pakets ist diese 56 Bytes, die in dieser 38 hier kodiert sind, in dieser 3.8. Das heißt, wir haben ein Paket mit 56 Bytes. Das ist Fragmentnummer, ist nicht so wichtig. Hat eine Time-to-Live von 64, das heißt, die überlebt 64 Hops. Nach 64 Hops wird es einfach silently vom Netzwerk gedroppt. Enkapsuliert ein UDP-Paket, das ist der nächste Schritt, und kommt von IP 192.168.1.240, die sehen wir jetzt, das ist einfach mein Laptop bei mir zu Hause, und geht an meinen Router. Okay? Das heißt, was IP uns gibt, ist, also wir, und das ist Layer, wir haben ein Kabel mit 9 und 1, Ethernet baut daraus Frames, die wir auf allen Teilnehmern, die sich dieses Kabel teilen, hin und her schicken können. IP gibt uns jetzt etwas, was wir da reinpacken können, welches von Netzwerk an Netzwerk weitergereicht werden kann durch das Internet. Okay? Soweit, so gut, ja? Ich also so ein Router und dann kommt da so ein Paket an und ich sehe, ah cool, Source, Destination, MAC-Adresse bin ich. Mhm. Jetzt schaue ich also in dieses IPv4-Paket rein und lese da irgendwie eine Source-IP und eine Destination-IP. Mhm. Und jetzt muss dann die Destination-IP weiter. Aber ich muss ja trotzdem dieses IPv4-Paket wieder in so ein Ethernet-Frame packen. Genau. Ich brauche also wieder eine Source-MAC-Adresse, eine Destination-MAC-Adresse. Mhm. Ja. Die Antwort darauf ist, es gibt Hilfsprotokolle um Ethernet rum, ARP, was dafür benutzt wird. Das heißt, du steckst dein Kabel an deinen Router ran, das Kabel geht zu deinem ISP, zu dem Router von deinem ISP, und sobald du es ransteckst, merkt deine Netzwerkkarte, oh, ich stecke an einem neuen Netzwerk und ruft quasi auf dieses Medium, hey, wer ist denn so da? So broadcastet. Hey, wer ist denn so da? Und dann sagen Leute, hallo, ich bin MAC-Adresse sowieso und ich kenne folgende IP-Ranges. Und dann sagt irgendwer, oh, ich bin MAC-Adresse sowieso und ich kenne folgende IP-Ranges. Und dann sagst du nur, ah, okay, also wenn ich auf folgende IP-Range will, dann schicke ich das an diese MAC-Adresse auf dieses Kabel. Habe ich weggelassen, aber ja, da gibt es Hilfsprotokolle. Genauso für IPs werden heutzutage nicht mehr statisch vergeben, sondern für V4 gibt es da DHCP. Das ist die gleiche Idee, nur auf IP-Layer statt auf Ethernet-Layer. Im Wesentlichen ich vereinfache. Aber ja, okay. Das heißt, Ethernet gibt uns Frames, IP gibt uns Internet-Routing durch das Internet. Der nächste Schritt ist jetzt läuft auf so einem Computer normalerweise mehr als eine Sache. So, da läuft potenziell ein Mail-Server und ein Web-Server und ein was auch immer Server. Das heißt, wir wollen nicht nur an den Computer Daten checken können, sondern sagen können, wir wollen an den Web-Server dieses Computers unsere Daten schicken. Oder an den Mail-Server dieses Computers unsere Daten schicken. Oder was auch immer. Dafür gibt es wiederum, wir wrappen ein weiteres Paket rein. Da gibt es, das zweite Problem ist Congestion. Das heißt, die Links unterwegs in diesem Internet können unterschiedlich stark belastet sein. So ein Link zwischen Europa und den USA ist vermutlich stärker belastet als so ein Link zwischen meinem Zuhause und meinem ISP. Und wenn wir einfach nur alle unsere Daten in dieses Netzwerk reinstopfen, dann schreien auf diesem einen schmalen Link alle durcheinander und niemand kriegt so wirklich seine Daten dadurch und das ist blöd.
dann ist es besser, wenn das Internet in der Lage wäre, quasi zu sagen, hey, dieser Link, der ist gerade ziemlich überlastet, guck mal, ob du einen anderen findest, der dich an dein Ziel bringt und quasi so Load Balancing macht. Und das Letzte ist Reliability, weil es jederzeit sein kann, dass ein Link kaputt geht und dann muss alles neu geroutet werden, aber gleichzeitig verlieren wir Pakete. Ne? Also irgendwie, es wäre sehr blöd, wenn ich reddit.com aufrufe und irgendwie einen Router unterwegs fällt aus, dann kriege ich einfach eine Fehlermeldung. Es wäre viel cooler, wenn stattdessen das Paket, wenn er feststellt, oh, das Paket ist nicht angekommen, ich schicke das nochmal neu, aber auf einem anderen Weg und vielleicht erreicht es dann ja reddit.com. Dafür bauen wir ein neues Protokoll obendrauf. Und da gibt es in der IP-Suite zwei große Kandidaten, von denen ihr bestimmt schon gehört habt. Das eine ist UDP, das andere ist TCP. Auch da, ich gehe jetzt nicht in alle Header rein. Aber die Idee ist quasi, UDP ist ein nicht zuverlässiges Paketprotokoll. Das heißt, das ist so, ihr nehmt ein Paket, ihr schickt das, schickt mal an folgende IP- und Port-Kombination und dann kommt es entweder an oder nicht. Während TCP ein zuverlässiges Protokoll ist. Das heißt, TCP kann ein Stream garantiert, dass ein Stream an das Ziel kommt, indem es checkt, ob die Pakete angekommen sind. Wenn nicht, dann schickt es sie auf einen neuen anderen Pfad weiter und TCP macht irgendwie Congestion Control und Stuff und all diesen Kram. TCP ist furchtbar kompliziert, wenn man alles machen will, was mit TCP zu tun hat, aber im Grunde genommen ist es recht einfach. Anyway, auch da können wir uns hier kurz angucken, wie das aussieht in dem Wireshark. In dem IP-Protokoll ist nämlich UDP eingedingst. UDP geht hier, SourcePort ist was auch immer. Der SourcePort ist normalerweise zufällig gewählt. Ich sollte erklären, was ein Port ist, sorry. Die Idee ist genau, dass der Port adressiert die Anwendung. Das heißt, der Kernel kriegt ein Paket für Port N und der Kernel weiß dann, welche Anwendung sollte diese Daten bekommen, die für Port N gedacht sind. Und dass es quasi standardisierte Ports gibt, die einer Anwendung entsprechen. Zum Beispiel UDP-Port 53 ist für DNS, um Namen aufzulösen. Ich erkläre jetzt nicht, was DNS ist. Oder Port 80 TCP ist gedacht für HTTP. Oder Port 443 TCP ist gedacht für HTTPS. Das heißt, so über diesen Port kriegen wir, ich möchte folgende Anwendung auf diesem Rechner ansprechen. Deswegen muss das UDP-Paket auch nur den Port angeben und nicht die IP oder sowas, weil die IP ist ja schon in dem Layer drüber angegeben. Das ist also ein Paket an Port 53, DNS, und das hat Länge 36 und dann stehen da so Daten drin. Und diese Daten, habe ich keine Ahnung, wie man die liest, das ist nämlich DNS, damit kenne ich mich aus. Der grundsätzliche Takeaway, den ihr haben solltet, ist, wir rappen Dinge und rappen Dinge und rappen Dinge, um uns zusätzliche Garantien zu verschaffen. So, jedes Mal, das unterste Layer gibt uns nichts. Dann bauen wir ein Layer drumherum, welches uns ein bisschen was gibt. Und dann bauen wir ein Layer da drum, welches uns ein bisschen mehr gibt und so weiter und so fort, bis wir schließlich irgendwie in diese TCP und UDP-Protokolle gehen. So, das ist jetzt das dritte Layer, das Transport-Layer. Das vierte Layer, das ist jetzt das, wo irgendwie die Magie passiert. So, das ist das Application Layer. Da passiert so HTTP, SMTP, all diese Sachen, die ihr kennt, SSH, was auch immer. Das sind alles Sachen, die definiert sind auf dem Application Layer. Ich habe jetzt einfach mal so als Beispiel gesagt, wie HTTP aussieht. Ist jetzt nicht so interessant. Der Punkt ist nur, dass Wireshark auch das kann. Zum Beispiel, wenn wir uns das hier angucken, das ist ein HTTP-Request, das heißt hier, sagt Wireshark, okay, wir haben ein Ethernet-Frame, bla 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 bla, okay, ich sehe, das ist ein IPv4-Frame, bla 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 bla, okay, das ist ein TCP-Frame, der ist unser, okay, der geht an folgenden Port, Destination-Port ist 80, okay, das ist also vermutlich HTTP und dann schaut er da rein, oh, das ist HTTP und dann kann er einem auch HTTP parsen oder SMTP oder was auch immer. Weißt du? So. Ich weiß, dass das alles super chaotisch ist, aber wie gesagt, der Takeaway, den ihr haben solltet, ist, ganz unten ist ein Kabel. Mit dieses Kabel gehen Einsen und Nullen. Und dann bauen wir Layers oben drauf. Jedes Layer sagt quasi, was sind die Nutzdaten, die ich transportiere, und hat einen Header, der irgendwie Zusatzinformationen gibt zu, wie ist das adressiert. Oder wie können wir Reliable Retransmission machen, oder also zusätzliche Header. Und ihr könnt euch hinsetzen
und euch die Bytes angucken, die über eure Netzwerkkarte gehen, und euch genau angucken, wie das funktioniert und verstehen, warum UDP die Eigenschaften hat, die UDP hat, oder warum TCP die Eigenschaften hat, die TCP hat. Und letzten Endes, am Ende, ist alles nur Layer um Layer um Layer. Ihr könnt HTTP so beschreiben, ihr könnt HTTPS so verstehen, als wir schieben einfach zwischen das TCP und das HTTP-Layer noch so einen verschlüsselten TLS-Kanal rein. Das ist wieder so ein Protokoll, kann man nachschlagen. Und ihr könnt DNS verstehen, als es ist einfach nur DNS ist on top of UDP, ist on top of IP, ist on top of Ethernet. Das heißt, wenn wir IP und Ethernet verstanden haben, müssen wir nicht so furchtbar viel mehr verstehen. Ihr könnt SMTP verstehen, also es ist einfach SMTP auf TCP, auf IP, auf Ethernet. Ihr könnt SMTPS verstehen, also es ist SMTP auf TLS, auf TCP, auf IPv4, auf Ethernet. Ihr könnt verstehen, was Start-TLS ist und was der Unterschied zu SMTPS ist, weil Start-TLS bedeutet einfach nur, wir machen SMTP on top of TLS, on top of SMTP, on top of TCP, on top of IP, on top of Ethernet. Ja, das ist literally, wenn ihr habt alle in eurem Thunderbird schon mal irgendwie TLS versus Start-TLS ausgewählt und euch gefragt, was eigentlich der Unterschied ist. Der Unterschied ist, Start-TLS bedeutet, wir sprechen erst SMTP, verhandeln darüber einen TLS-Kanal raus und sprechen dann über den SMTP. Ihr könnt VPNs verstehen, als wir nehmen einfach UDP, machen da drauf TLS, machen da drauf IP wieder. Wir rappen also IP in TLS, machen da drauf TCP, da drauf wieder TLS, darauf wieder HTTP. Ihr könnt Tor verstehen, als wir machen einfach TCP und TLS und TLS und TLS und TLS und dann machen wir HTTP. Und letzten Endes ist mein Dings ist, ich empfehle euch, macht mal so einen Wireshark auf und schickt mal eine E-Mail. Und schaut mal, was passiert und schaut mal in die Header rein und versteht das. Weil es ich hab mitbekommen, dass es tatsächlich häufiger, ich bin immer überrascht, dass Leute überrascht sind, dass Dinge nicht gehen. Ich bin überrascht davon, dass Leute nicht wissen, wie HTTP funktioniert und warum sowas wie vom Server an den Client eine Nachricht schicken per HTTP erstmal nicht geht. Aber wenn man sich die Protokolle anschaut und die sind nicht, ich meine, alle Details zu verstehen, es geht nicht, aber so grundsätzlich so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass HTTP ist so ein Request-basiertes Request-Response-Protokoll und wird vom Client initiiert, dann ist halt hilfreich für das Leben. Deswegen empfehle ich euch, macht mal so einen Wireshark auf, schickt eine E-Mail, macht einen Web-Request, was auch immer, schaut an, was da passiert, lest euch die Wikipedia-Artikel oder zumindest die Einführung der Wikipedia-Artikel zu diesen hier genannten Protokollen durch und dann versteht ihr offensichtlich besser, wie das Internet funktioniert, weil das ist eigentlich alles nicht furchtbar magisch. Magisch. Und jetzt war ich länger als eine Viertelstunde und das tut mir leid, aber anyway. Das war's. Ja. Wieso passt denn so ein Ethernet-Frame zufällig 46 bis 1500 Byte Daten rein? Die History hinter den. Die 46 weiß ich tatsächlich aktiv nicht. Die 1500 erklären sich. Also du brauchst irgendwie eine obere Grenze, ne, weil Dings. Und 1500, es gibt verschiedene Versionen von Ethernet. Und es wurde in einer anderen Version steht statt dem Ethernet-Type hier, steht die Länge der Daten drin. Damit die Netzwerkkarte. Weil das ist eine Sache, die ihr irgendwie seht. Wenn ihr euch diesen Ethernet-Frame anschaut, steht ihr fest, dass nirgendwo hier die Länge der Daten steht. Woher weiß eure Netzwerkkarte eigentlich, wie lange dieser Ethernet-Frame ist? Und die Antwort ist, naja, eure Netzwerkkarte schaut in die Payload rein, sieht, dass das ein IP-Paket ist und deduziert das daraus. Aber das bedeutet natürlich auch, dass eure Netzwerkkarte IP reden muss und nicht einfach nur Ethernet und irgendwas da drauflegen kann. So, deswegen, es gibt auch eine Ethernet-Version, in der das geht und dann steht statt diesem Type steht hier eine Länge. Aber eure Netzwerkkarte muss wissen, von einem gegebenen Ethernet-Frame, ist das jetzt einer, wo da der Type steht, oder ist das einer, wo die Länge steht? Und deswegen ist spezifiziert, dass der Type immer größer ist als 1500 was auch immer, 1500, also die nächstgelegene Zweierpotenz. Und dann wurde halt die Länge, so, die Maximallänge so gewählt, dass das genau hinkommt, dass die eure Netzwerkkarte checken kann, wenn es größer ist als 1500, dann ist das wohl der Type. Und wenn das kleiner ist, dann ist das wohl die Länge des Pakets, des Frames. Die Antwort ist, aus irgendeiner Zahl muss rein und diese spezielle Zahl ist halt ein kruder Hack. Wo die Minimallänge herkommt, weiß ich auch nicht. Ich tippe auf die minimale MTU, also die minimale Breite deines Kanals, was ein Paket in Druck
tippe ich mal, ich weiß nicht, dass die Minimal ja. historisch ist. Es fällt auf, wenn man den Kram zusammen addiert, inklusive der Frame-Check-Sequenz, dass das gerade 64 Byte ergibt. Also wenn du die 46 plus 6 plus 6 plus 2 plus 4 nimmst, ist gerade 64. Mhm. Magic Numbers, keine Ahnung. Also. Wie gesagt, es gibt auch verschiedene Versionen von Ethernet und so. Ich habe einfach eine von denen genommen. Aber die anderen haben auch unterschiedliche Längen von dem ganzen Kram und Stuff. Frag mich nicht, keine Ahnung, ist so. Finde dich damit ab. Diese 1500 sind aber der Grund, aus dem, wenn ihr VPN macht, ihr manchmal magisch eure MTU, also manchmal funktioniert euer VPN nicht. Dann stellt sich raus, das liegt daran, dass ihr ja, wenn ihr euch erinnert, irgendwie IP enkapsuliert in TLS, enkapsuliert in was auch immer und sowieso. Und ihr über diese Default-MTU von 1500 dadurch rauskommt, dass ihr zusätzliche Wrappings habt. Und dann müsst ihr die MTU runtersetzen, damit ihr in diese 1500 wieder reinpasst. Es ist mittlerweile seltener ein Problem, auch weil VPN nicht mehr so common ist, aber... als ich noch zur Uni ging, war immer noch so, oh, dein VPN funktioniert nicht, mach mal folgenden magischen Befehl, der die MTU auf 1400 setzt, statt auf 1500 und dann ging's. Aber ja. Anyway. Mehr Fragen? Ja? Kannst du mal zurückgehen zu dem Stack, dem 13.txt oder so? Ja, genau. Du hast gemeint, dass der Internet-Layer, also quasi IP, auch so ein bisschen da ist, um Abstraktion von dem Ethernet-Layer zu machen. Das ist ja ein bisschen archaisch. Ich glaube, wenn man es nochmal auf der Ebene drüber sich anschaut, wird es klar, warum das wichtig ist. Und zwar UDP, TCP ist ja auch so ein bisschen Abstraktionsebene für IP, was bedeutet, dass der ganze Kram, der da oben drüber ist, funktioniert unabhängig davon, wie das IP genau aussieht. In anderen Worten, wir können von 4 auf 6 wechseln, ohne dass Probleme macht. Neben den ganzen Garantien, die du genannt hast, finde ich den Aspekt auch. Ja, in der Theorie. In der Praxis stellt sich heraus, dass zum Beispiel dieser krude Hack mit diesem Type und dass die Länge in einem normalen Ethernet-Frame nicht drin ist zum Beispiel, dich da einschränkt. Du kannst das nicht einfach IP durch irgendwas austauschen. In der Theorie kannst du Ethernet durch Token Ring oder sowas austauschen. Also die Idee, der Punkt ist so ein bisschen, die Idee hinter, da existieren saubere Abstraktionen, das war so ein bisschen die Idee der OSI. Die OSI hat sich irgendwie dieses Seven-Layer-Model ausgedacht und irgendwie gedacht, wir machen da jetzt irgendwie, wir schreiben mal sauber hin, welches Layer wofür da ist und dann kann man die Layer beliebig austauschen und alles ist gut. Und das funktioniert auch so halb in einer bestimmten Domäne, aber es stellt sich raus, dass, und das ist halt genau der Punkt, wenn man irgendwie hier reingeht, dann stellt ihr irgendwie fest, dass irgendwie ich da keine Layer-Namen mehr eingetragen habe, weil es irgendwie rausstellt, dass diese Abstraktion irgendwie, die klingen schön, aber letzten Endes funktionieren sie halt nicht so richtig. Ich habe auch überlegt, ob ich zum Beispiel Qwik erwähnen soll. Qwik ist ein Protokoll erschaffen von Google in der Idee, der Nachfolger von HTTPS zu werden, welches quasi zusammenfasst in diesem Stack, fasst es HTTP, TLS und TCP zusammen in ein Protokoll. Das heißt, die Idee ist eigentlich, TCP, TLS und HTTP irgendwann zu ersetzen durch Qwik, welches seine eigenen Congestion Control mitbringt und seinen eigenen Stuff, alles was alle TCP und TLS Goodness, aber stattdessen craftlos wird. Stellt sich aber raus, dass das so nicht ganz funktioniert, weil Internet-Router, also das Internet ist nicht in der Lage, zuverlässig nicht TCP oder UDP zu routen. Wenn ihr euch einfach mal so einen eigenen Protokolltype ausdenkt und dann in IP reinstopft und versucht das irgendwie an Amazon zu routen oder was auch immer, werdet ihr feststellen, dass das einfach nicht geht. Weil unterwegs werdet ihr immer wieder Hops finden von Netzwerkkarten, die halt spezifische Hardware-Hacks eingebaut haben, um den bekannten, weitest verbreiteten Internet-Stack zu optimieren und die nicht damit klarkommen, wenn ihr irgendwas macht. Und deswegen baut Qwik auf UDP auf. Nicht, weil UDP gibt, für Qwik ist UDP äquivalent zu IP. Von den Garantien, die es braucht und irgendwie den Dingen, die es erwartet von dem Abstraktionslayer, ist es eigentlich äquivalent. Es braucht UDP nicht. Aber es braucht UDP, weil ohne UDP kommen sie nicht durch das Internet. Das heißt, das ist eine schöne Theorie und das war die Idee irgendwann mal. Irgendwann war mal die Idee, wir bauen diese Protokolle so, dass man sie ausswitchen kann. Aber in der Praxis funktioniert es einfach de facto nicht. Und in der Praxis ist diese ganze Umstellung auf IPv6 immer noch ein Hellhole und stuff. Aber ja. Anyway.
Guter Punkt, Dankeschön. Ja? Wenn sich jemand für die ganze Geschichte dahinter interessiert, da war gerade ein ganz toller Post auf Appenbar, den habe ich im Channel gepostet, vielleicht kann man den bei der chaotischen Viertelstunde verlinken. Ja, der ist super snarky und auf Hacker News auch kritisiert und stuff. Und ich kenne mich auch nicht gut genug aus, um zu beurteilen, wie korrekt er ist. Aber er ist interessant, definitiv interessant zu lesen. Also ja, den kann ich dazu packen. Ich werde auch irgendwie versuchen, diese Folien irgendwo hochzustellen. Aber ja. Anyway. Okay?